Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Akademie Graz und der Assessor-Akademie. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute das Thema mitgebracht, solltest du deinen Schwerpunkt vor der Pflichtfachprüfung ablegen oder danach? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Bei den meisten muss einfach das Thema aufkommen, da kommt man einfach zwangsweise nicht dran vorbei, Schwerpunkt vor oder nach der Pflichtfachprüfung. Ich habe hierzu eine ganz klare Empfehlung. Ich würde an deiner Stelle den Schwerpunkt erst nach der Pflichtfachprüfung ablegen. Warum? Weil du im Rahmen deiner Erstexamensvorbereitung hin zur Pflichtfachprüfung dir schon so viel Wissen, klausurtaktisches Können, klausurtaktisches Vorgehen auf die Kette schaufelst, dass du nachher bei deinem Schwerpunkt in der Regel schneller und besser weiterkommst. Vor allem, wenn du Schwerpunktbereiche gewählt hast im Strafrecht oder sowas wie Zivilrechtspflege, aber auch öffentlich-rechtliche Schwerpunkte, einige, die da eben spielen, da kann man schon gut mit dem Wissen punkten, was man sich im Rahmen der Pflichtfachprüfungsvorbereitung angeeignet hat. Und vor allem aber auch, was die seelische Komponente anbelangt, du bist einfach entspannter, freier, wenn du weißt, ach Mensch, ich habe mein erstes Staatsexamen hin auf die Pflichtfachprüfung schon gut abgelegt, dann kannst du da viel, viel entspannter in die Schwerpunktbereichsprüfung mit reingehen. Das ist meine klare Empfehlung. Andersherum natürlich, ja, hat vielleicht den Vorteil, dass du den Schwerpunkt einfach von der Backe hast und dann weißt, ah, okay, jetzt kommt der große Teil der Pflichtfachprüfung und dann bin ich endlich fertig mit allem. Aber das würde ich halt als sehr, also diesen Vorteil als geringwertig einstufen im Vergleich zu den Punkten, die ich eben gebracht habe. Also wie gesagt, deshalb klare Empfehlung, erst die Pflichtfachprüfung, dann den Schwerpunkt und du wirst sehen, dass du dann einfach viel bessere Noten auch in der Schwerpunktbereichsprüfung ablegen wirst. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Schau gerne hier auf unserem Kanal noch dir einige andere Videos an. Lass ein Like da, ein Abo da und drück die Glocke. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.